Moin. Grüße aus dem verregneten Hanwha Springs. Genau, heute ist ja der ganze Tag, den wir hier haben. Wir haben ja hier zwei Nächte gebucht gehabt und wir befinden uns quasi gerade hier, während auf der Nordinsel der Tropensturm Gabrielle vorbeizieht. Da ist wohl schon das gröbste vorbei, wenn ich das recht gesehen habe vorhin in den News. Der Sturm ist schon am Hauptland jetzt vorbeigezogen, das ist der Kern. Die weiten Ausläufer, auch noch mit kräftigen Regenschauern und Überschwemmungen. Demnach finden allerdings immer noch parallel statt, einfach weil der Tropensturm natürlich eine gewisse Ausmaße hat. Und ja, hier regnet es nur so ein bisschen vor sich hin. Es ist alles okay. Die Hauptstadt Wellington kriegt gerade wohl noch am meisten ab. Denn selbst dort sind die Ausläufer zu sehen, obwohl der Tropensturm oben an der Nordinsel vorbeizieht. Ja, wir haben jetzt hier nur so ein bisschen was vom Regen abbekommen. Wir schauen jetzt mal regelmäßig nach Updates, weil wir ja eigentlich morgen mit der Abreise hier weiter gen Norden fahren auf der Südinsel. Wir haben zwar noch ein paar Tage hier auf der Südinsel, bevor es dann überhaupt zur Nordinsel geht. Da steht ja zum einen dann auch noch die Fahrt mit der Fähre an. Das wird ja auch schon spannend, je nachdem wie die Wetterlage ist. Und zum anderen ja aber auch unsere nächsten Unterkünfte sind jetzt direkt an der Küste, direkt am Wasser. Also wir wollen von hier aus, wer es uns nachgucken möchte, von Hanwha Springs wollen wir jetzt über den Lewis Pass fahren. Wir fahren also einmal wieder rüber an die Westküste. Machen mal so einen Zickzack aktuell. Und von der Westküste aus soll es dann quasi gen Norden gehen, auf einem Campingplatz, der etwas nördlicher von Nelson liegt, an der Küste hoch. Und dann soll es danach nochmal nach Nelson gehen, bevor wir dann in Picton auch nochmal Nächte haben und von dort aus mit der Fähre ja nach Wellington rüberfahren. Wir haben jetzt die Campingplätze für die nächsten zwei Nächte nur reserviert und nicht bezahlt. Das heißt, wir sind da vielleicht auch ganz gut dabei, wenn das jetzt noch zu irgendwelchen Problemen kommt, weil wir nicht genau wissen, ob wir durch diesen Lewis Pass überhaupt durchgefahren kommen. Wir haben ja gerade geguckt, geografisch gesehen, es ist halt ein Pass, ein Tal zwischen den Bergen durch, der in der Nähe von oder umgeben ist von ganz vielen Bäumen auch und natürlich auch direkt Flüsse und Bäche daran vorbeigehen an der Straße und wir ja nicht wissen, je nachdem wie viel Regen hier fällt. Ich meine, der Regen hier ist ja noch überschaubar, in der Richtung glaube ich auch nicht so viel mehr ist. Ob es dann halt zu Überschwemmungen in bestimmten Parts kommt oder wir da Probleme einfach bekommen mit dem Camper. Wind ist bisher hier eigentlich nicht so ein Dollar. Man sieht aber nur große Ausmaße an Wolken. Hier im Hintergrund ja auch, wie sich das alles in den Bergen zuhängt, dort genauso. Ansonsten geht es uns gut soweit. Wir waren heute Vormittag hier in den Hot Pools, Hanwha Springs Pools. Und haben quasi nach dem Frühstück sind wir da direkt hinspaziert. Man kauft sich eine Tageskarte, einen Tagespass. Theoretisch bei dem Wetter aktuell mit dem bisschen Regen hätten wir jetzt auch noch mal reingehen können, weil wir ja den ganzen Tag hat. Die Wettervorhersage war allerdings auch mit stärkerem Regen zum Nachmittag hin, stark Regen und auch mehr Wind. Bisher ist das hier noch nicht eingetroffen, das kann aber auch erst zum Abend hier ankommen. Haben allerdings ja auch also ein paar Stunden dort verbracht. Also wir sind nach dem Frühstück hin, lass es dann um 10 Uhr, 10.30 Uhr gewesen sein, als wir da waren. Haben dort die verschiedenen Pools ausprobiert, da gibt es auch eine Familienumkleide wieder. Waren dann in den verschiedenen warmen Pools. Es gibt einen Wasserspielbereich mit Wasserrutschen für Kinder, was leider schade ist. Es gibt auch große Rutschen, da gibt es so Raft Slides, also quasi so Gummiboote, wo man sich reinsetzen kann. Dann kann man da runterrutschen. Wie so ein Katapult gibt es dort. Dann gibt es noch was anderes, so ein Strudel. Der Nachteil ist allerdings, man muss immer zu zweit sein. Und auch immer einer von uns beiden, also Vivi oder ich, auf die Kinder aufpassen, geht das halt nicht, dass wir damit fahren. Vivi hatte zwar gesagt, kann mir ja sonst jemand anderen suchen, um mal damit zu fahren, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist irgendwie blöd. Ich würde das gerne, wenn er mit ihr machen oder mit dem Großen. Aber er darf da auch noch nicht mitfahren, sondern er ist Kinder ab 5. Das heißt, wir haben da nur die anderen Rutschen ausprobiert, die Einzelrutschen. Vivi und ich sind da jeweils einmal mitgerutscht. Und ansonsten ist der Große mit den Kinderrutschen gerutscht.
Wir haben uns dann einfach noch in den warmen Pools aufgehalten. Als wir dann gemerkt haben, irgendwas gegen eins, dass das vielleicht dann doch ein bisschen zu frisch wird, immer mal von dem Pool zu dem Pool. Das ist ja dann außen dann doch ganz schön kalt für die Kinder. Es ist wie schon mal los mit der Kleinen sich umziehen und dann sind wir mit dem Großen raus. Dann haben wir da noch in dem Restaurant Café uns einen Snack geholt, nachdem wir ja so aktiv waren. Und einfach gedacht, wir essen da schon mal was, dann essen wir heute Abend einfach vielleicht nur eine Kleinigkeit, nur ein Brot oder so. Das ist ja auch in Ordnung. Bevor wir jetzt einfach schon zurückgehen, das heißt, wir sind da irgendwas bis halb drei, drei geblieben und dann zurück zum Camper gegangen und dann haben die anderen drei haben Mittagsschlaf gemacht. Ich habe ein bisschen was für meine Arbeit gemacht. Ich habe mich hier mit dem Handy aus, mit dem Hotspot eingewählt, weil auf den Campingplätzen ist man immer nur begrenzt WLAN. Es gibt welche, die werben mit Free Unlimited Wi-Fi. Das stimmt ja meistens auch. Allerdings ist dann die Internetgeschwindigkeit sehr langsam mit irgendwie 5 MB Upload oder Download. Da ist es dann übers Handy. Hier habe ich 4G-Empfang deutlich besser. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber wir haben uns ja bei der Ankunft hier in Neuseeland extra eine SIM-Karte geholt. Die gilt für 3 Monate, 100 GB drauf. Und das habe ich mit Absicht geholt. Umgerechnet hat das, glaube ich, 60 Euro gekostet. Habe ich mir mit Absicht geholt, in dem Hinblick schon mal auf, genau, dass ich das für die Arbeit sonst auch verfügbar habe. Hat wunderbar geklappt. Ich kann mich hier per Remote einwählen, kann Aufträge erledigen für die Arbeit. Das funktioniert. Genau. Das als Update von uns. Ja, ansonsten haben wir für heute nicht mehr viel geplant. Es ist jetzt irgendwas bei 5, glaube ich. Oh ne, 18.30 Uhr. Leicht verschätzt. 18.30 Uhr ist es schon. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch uns überlegen, dass wir dann vielleicht zeitnah dann noch was essen. Bevor wir dann halt irgendwie noch ein bisschen Abendprogramm machen und dann geht es ins Bett. Morgen ist 10 Uhr wieder auschecken und dann geht es weiter. Falls ihr irgendwie zwischendurch mal Fragen habt oder sowas, die Vlogs kommen leider ja jetzt sehr zeitversetzt. Wir werden die wahrscheinlich erst alle hochladen können, wenn wir dann nachher in Auckland eine feste Unterkunft haben. Zum Ende hin unseres Aufenthalts hier in Neuseeland. Ja, ich glaube ansonsten gibt es hier gerade nicht so viel zu berichten. Wir sind gespannt, wie das weitergeht mit dem Wetter hier. Wir hoffen, dass auch alle anderen Reisenden möglichst gesund bleiben. Und auch die Einheimischen so gut wie es geht verschont werden. Auch wenn wir schon gehört haben, dass es hier und da leider sehr viel Zerstörung gab. Für Neuseeland ist das wohl eines der größten oder der größte Sturm oder das Unwetter, was bisher aufgezogen war. Das heißt, auch das trifft die hier ziemlich hart. Vor allem, weil es ja erst vor 2 Wochen diese großen Starkregen in Auckland gab. Das heißt, Auckland ist ja doppelt betroffen. Wir hoffen, dass vieles von der schönen Landschaft im Norden einfach erhalten bleibt, aber auch vor allem, dass es den Menschen gut geht. Ich verabschiede mich jetzt und würde sagen, liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade seid und uns zuschaut und wir hören uns dann.
Moin. So, einmal ein kurzes Update von uns. Wir sind gestern hier gut angekommen. Wir sind jetzt in Kai Teri Teri. Das liegt quasi im Norden der Südinsel, direkt an der Küste. Wir sind ja bei Hanma Springs losgefahren, gestern bei Regen und 12,5 Grad. Und als wir hier ankamen, waren es 25 Grad. Jetzt gerade ist es leider wieder bewölkt. Es ist schon der nächste Tag. Wir sind gestern hier bei strahlender Sonne noch angekommen und von daher auch direkt los, haben den Camper hier geparkt, haben hier direkt den Spielplatz gegenüber und dort quasi die Küche und Duschen und Toiletten und da ist auch noch ein Spielraum für Kinder. Ansonsten ist hier auch nicht so viel los und Vivi hat uns gerade ein paar Pancakes im Frühstück gemacht, während die Kinder da auch noch in dem Zimmer da spielen. Und genau, wir sind gestern noch mal einmal los Richtung Strand. Hier findet man übrigens überall schöne Muscheln. Und genau, es ist eine Viertelstunde, da geht man hier einfach noch mal kurz noch so einen Weg lang um die Ecke und dann ist man direkt schon am Strand. Das Wasser ist allerdings sehr kalt. Nachdem wir jetzt ja woanders noch baden waren in den Hot Pools, ist das definitiv eine andere Temperatur. Und so sind wir da einfach noch ein bisschen spazieren gegangen. Haben dann noch ein kleines Restaurant gefunden für eine Pizza, haben uns da nochmal eine Pizza gegönnt und sind dann einfach noch weiter spazieren gewesen, haben dann noch einen kleinen anderen Wanderweg gefunden, da haben wir dann kurz den Buggy zusammengeklappt, mit Rucksack auf die Schulter genommen und sind dann einfach den Wanderweg lang gegangen. Der Buggy ist ja zum Glück so klein und kompakt und ja, waren dann noch gut ein Stück unterwegs. Hier soll es auch kleine blaue Pinguine geben, die sind allerdings sehr, sehr selten und sehr, sehr scheu und da auch kaum zu sehen. Und wenn, dann kommen sie auch erst spät abends raus, wenn dann halt kaum noch einer da ist. Das ist dann halt so nicht mehr die Zeit, wo wir jetzt mit Kindern vielleicht unterwegs sind. Zu zweit hätten wir uns da wahrscheinlich irgendwie mal auf die Lauer gesetzt. Und dann waren wir noch gut ein Stück unterwegs und waren dann erst später dann abends zurück. Dann ging es direkt gleich ins Bett für alle Mann. Und ich hatte natürlich schlauerweise vergessen, meine GoPro mitzunehmen, da wir eigentlich erst gedacht hatten, wir machen nur einen kurzen Spaziergang. Daher jetzt halt das Update für euch. Ansonsten ist für heute halt nochmal Regen angesagt. Das sind noch irgendwie jetzt so Nachzüge von dem Tropensturm, der jetzt ja zum Glück an Neuseeland jetzt vorbei ist. Und morgen soll es auch strahlende Sonne wieder geben und die nächsten Tage und nur noch 25 Grad aufwärts. Das heißt, wir schauen einfach mal, wann der Regen vielleicht heute ein bisschen nachlässt, dass wir uns einfach nochmal ein bisschen bewegen können. Und ansonsten haben wir ja hier zum Glück auch einen Indoor-Bereich, dass wir nicht nur im Camper uns aufhalten müssen, sondern auch innen drinnen die Kinder halt spielen können und sich bewegen können. Ja, so viel zum Update. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu berichten. Das Einzige, tatsächlich ist das WLAN hier an dem Campingplatz überraschenderweise so gut, dass ich es geschafft habe, zwei weitere Videos hochzuladen. Das ging auf den ganzen anderen Campingplätzen nicht. Das heißt, wir hätten eigentlich mit dem Videomaterial ja bis nach Auckland warten müssen. Und so gibt es demnächst dann auch nochmal wieder hier Video-Updates. Bis dahin! Moin! So, unser heutiger Tag, ich hatte ja heute Morgen schon einmal berichtet, war eher etwas ruhig. Wir haben den Vormittag auf dem Campingplatz verbracht, haben die Räumlichkeiten quasi auf dem Campingplatz genutzt, wo man auch drinnen spielen konnte. Und dann war der Große auch einfach nochmal so auf dem Campingplatz ein bisschen spielen, haben mit Stöckern gespielt und wir haben uns da quasi einfach nur auf dem Gelände aufgehalten. Ich hatte noch mit ihm einen Spaziergang gemacht. Wir sind dann noch zu so einem Froschteich hin. Und jetzt gehen wir hier gerade noch spazieren. Und zwar, ich kann noch mal ein Stück zurückgehen, dann sieht man das auch. Und zwar ist da drüben ja so eine Brücke. Da fährt man eigentlich mit dem Auto rüber. Und dann fährt man da einmal außen rum. Um diesen Tümpel hier.
bis zu unserem Campingplatz, der hier hinten so um die Ecke liegt. Und wir hatten jetzt heute auf der Karte gesehen, dass es halt auch noch diesen Wanderweg gibt auf der anderen Seite. Der ist ein bisschen schöner. Wir sind zwar trotzdem jetzt auch ohne Buggy los, aber der Große läuft super alleine und hat auch Spaß. Wir haben uns auch einen Wanderstock zugelegt und sind jetzt hier einfach entsprechend unterwegs. Wir haben gedacht, zum Nachmittag hin sollte das ja noch mal ein bisschen besser werden. Und hier sieht man auch schon vielleicht den blauen Himmel, genau am Rand. Morgen soll es hier sonniger Tag werden mit plus 25 Grad. Und demnach soll auch das ganze Unwetter und schlechte Wetter von dem Tropensturm langsam abklingen. Wir sind halt hier nochmal lang gegangen jetzt am Nachmittag, waren dann nochmal in so einem kleinen Supermarkt einkaufen, haben uns noch ein paar Sachen für Essen machen gleich eingekauft und noch eine Postkarte und ein Eis, saßen dann noch am Strand, haben Eis gegessen, den Möwen zugeguckt, ein paar Stöcker ins Wasser geworfen und einfach mal einen ruhigen Tag gemacht. Und jetzt gleich, genau, oder jetzt sind wir auf dem Rückweg, dann kann er noch mal ein bisschen auf dem kleinen Spielplatz spielen, auf unserem Campingplatz. Und dann, genau, mache ich gleich noch Essen und dann ist der Tag auch schon wieder quasi fast vorbei. Von daher heute nicht so viel Interessantes zu berichten, aber auch solche ruhigen Tage müssen mal sein. Okay, er sägt hier gerade mit seinem Wanderstock ein bisschen durch die Gegend. Oh, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Tschüss! Moin! Wir sind jetzt hier Kai Teri Teri am Strand, wie geplant. Und wie auch vorhergesagt ist das Wetter. Strahlenblauer Himmel und da hinten die Wolken. Das ist der Bereich Nelson, Picton und in Richtung Nordinsel. Wir wollen nachher ja auch noch hin nach Nelson, aber ich glaube direkt in Nelson ist das Wetter auch gut. Genau, wir sind jetzt hier am Strand. Hier ist gerade ein bisschen Ebbe, deswegen sind wir jetzt mal rüber auf die andere Seite. Der Große schaut sich hier mal die Muscheln an. Und Vivi ist mit der Kleinen noch auf der anderen Seite. Wir werden jetzt hier einfach mal noch ein bisschen Zeit am Strand verbringen, uns ein bisschen hier aufhalten und Sonne tanken. Und dann fahren wir nachher weiter. Wir haben nur eine Stunde Fahrt heute vor uns, das ist heute nicht so viel. Und melden uns dann einfach später nochmal. So, schwimmen in Neuseeland. Man sieht es, ich war gerade schon im Wasser. Es ist nicht sonderlich warm. Aber jetzt auch nicht kälter als die Ostsee. Von daher habe ich mir gedacht, ich nutze noch mal die Chance, wo wir hier am Strand sind und springen wir ins Wasser rein. Während die anderen quasi oben auf unseren Campingstühlen am Strand sitzen und der Große im Sand spielt. Genau, keine Ahnung, wie warm das Wasser ist. Hier gibt es keine große Anzeige. Es ist auf jeden Fall erfrischend, aber es ist okay. Letztes Mal bin ich am Picton schwimmen gewesen. Vielleicht kommt das dieses Mal auch noch. Jetzt nutzen wir hier die Chance. Und? Wie fandet ihr es? War doch gar nicht so kalt, oder? Sieht man Little Kiri Kiri, Kai Teri Teri meine ich, sorry. Auch wohl ein beliebter Abschnitt, um an den Strand zu gehen. Hinten sind noch ganz viele mit dem Kajak oder Stand-Up-Paddleboard unterwegs. Genau. Schönes Wetter heute. Und ich würde sagen, ich drehe einfach mal noch eine Runde. Bis später. Thank you.
Moin. Ja, heute Morgen war das noch eher bewölkt. So auch die Vorhersage für den Tag. Dunkle Wolken, kaum Sonne. Trotzdem warm. Jetzt ist es blauer Himmel. Hier zumindest. Hinten über den Bergen. Da ist es ein bisschen dunkler. Und wir haben gedacht, wir gehen hier mal ein bisschen durch Nelson durch. Einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Waren auch auf dem Farmers Market. Oder auf dem Nelson Market. Inzwischen schwitze ich ordentlich. Habe keine Sonnenbrille dabei. Und ein T-Shirt anstatt ein Tanktop an. Das Wetter hat sich ja geändert, wenn wir unterwegs waren. Wir sind erst noch durch den Queen Park durch. Und jetzt wollen wir hier zum Mittelpunkt von Neuseeland. Der liegt hier tatsächlich. Dafür muss man allerdings hier den Berg hoch. Und ein Weg war gesperrt, deswegen gibt es hier zwischendurch immer ganz viele Treppen. Das macht das mit einem Buggy nicht gerade einfacher. Ich glaube, wir sind bald da und zeigen euch von oben nochmal den Ausblick. Bis gleich. Drei. Neuseeland!